Hallo, heute geht es wieder um zwei sehr geniale Cognates zwischen Deutsch und Englisch. Und diese zwei Cognates haben mit diesem Gegenstand zu tun. Was ist das hier? Das hier ist ein Wecker, aber auf diesem Wecker hast du noch zwei andere Dinge, die mit diesen zwei Cognates zu tun haben. Nummer eins ist mal das hier. Was ist das eigentlich? Das hier ist eine Glocke. So, und wie ist dieser Cognate zwischen Englisch und Deutsch? Ganz einfach. Auf Englisch hast du das Wort o'clock oder the clock, okay? Und das hat man auf Englisch zum Beispiel mit it's 5 o'clock oder hier es ist gleich 2 o'clock. So, und welches Wort ist das auf Deutsch? Auf Deutsch ist das die Glocke. Die Glocke ist also dieser Gegenstand hier. Das heißt, auf Englisch sagt man it's 5 o'clock, es ist 5 Uhr auf Deutsch, und auf Deutsch ist Clock die Glocke. Daher kommt diese Bedeutung. Und jetzt umgekehrt, das zweite Cognate ist Uhr. So, Uhr, wenn wir auf Deutsch sagen, es ist zum Beispiel hier, wie spät? Es ist ungefähr 2 Uhr. Welches Wort ist Uhr auf Englisch? Auch sehr, sehr interessant. Es ist Hour. Hour. Also daher kommt die Verbindung zwischen hour und Uhr. Das heißt also, im Englischen hat man o'clock, die Glocke, als Glockenschlag benutzt und damit die Stunde verbunden. Also die vielte Stunde ist jetzt, ja? Also wie viel Uhr ist es jetzt? Und auf Deutsch benutzen wir Uhr. Es ist 5 Uhr, aber was heißt eigentlich Uhr noch auf Deutsch? Das heißt auch hier, dieser Gegenstand, das ist eine Uhr. Wir haben auch auf unseren Handys eine Uhr. Wir haben auf der Wand manchmal eine Wanduhr. Das ist alles eine Uhr auf Deutsch. Jetzt hast du noch einmal, ich hoffe, das ist sehr interessant, zwei neue Cognates gelernt. Einmal Uhr und Hour und einmal Clock und Glocke. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Viel Spaß beim Deutschlernen. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute.